Schönen guten Abend. Der Moderator und ich haben schon eins gemeinsam. Ich habe von dem, was er gesagt hat, auch nichts verstanden. Ich möchte euch zunächst noch visuell oder audiovisuell auf die kommenden 10 Minuten einstimmen. Es geschah im Juli 1908, man weiß es nicht genau, doch vermutlich war es Nacht. Die Nerds und Freaks bauten Armaturen, komplizierte Drucke und Glasapparaturen. Es versuchten viele, doch einer dem gelang es war ein Mann, Heike Kämmerling, Onnes. Viele hatten mit ihm in Leiden zu leiden, um der Weltgemeinschaft den Weg zu bereiten. Exakt 100 Jahre vor meiner Promotion verflüssigte er als erstes Helium. Tatsächlich kann ich das beweisen. Scheint sich zu bewahrheiten. Sein Slam ist wie Poetry Slam, nur mit intelligenterem Publikum. Ihr seht also hier den Wikipedia-Auszug. Wer ihn hinten nicht lesen kann, muss einfach die Leute vor ihm bitten, das vorzulesen. Am 10. Juli 1908 wurde das Helium verflüssigt und am 10. Juli 2008 habe ich meine Promotion verteidigt. Die anderen staunten drumherum, als flüssig wird das Helium. Die Freude kann nicht größer sein, er wirft Quecksilber hinein. Da explodiert ihm der Verstand, er findet keinen Widerstand. Du kannst den Widerstand nicht messen, was hast du denn jetzt schon wieder vergessen? Dazu muss man sagen, die letzten 8 Zeilen haben sich in 3 Jahren abgespielt. 1908 wurde das Helium verflüssigt, 1911 die Supraleitung entdeckt. Was der in den 3 Jahren gemacht hat, ich weiß es nicht. Was viele auch nicht wissen, der Assistent, der den Versuch, aus dem dieses Diagramm entstanden ist, der den Versuch durchgeführt hat, war Sachse. Und als der gesehen hat, was da passiert ist, sprach dieser Mann zu sich, Eiferbipsch. Ist der Widerstand weg? Gabel dran, Kontakte gut, kein Widerstand. Und dass der Chemie sieht, der macht mich rund. Das kannst du auch wissen, der macht mich rund, macht er mich. Doch alles stimmte, da wird ihm klar, der Widerstand ist schlicht nicht da. Die Sensation, das gab's noch nie, Supraleiter, nennt Onnes die. Na super, sage ich heute sofort. Und tatsächlich auch dieses Wort nahm von da aus seinen Lauf in die Sprachgeschichte auf. 1986, Georg Bettners, Alex Müller. Ihre Entdeckung war ein echter Knüller. Supraleitung in Keramik, alter krasser Scheiß. 35 Kelvin, Mann, war das heiß. Neue Supraleiter schießen aus dem Boden, die Sprungtemperaturen schnellen nach oben. Früher brauchte man noch Helium und flüssig Wasserstoff, doch mit Yttrium, Barium, Kupfer, Sauerstoff. 92 Kelvin, das ist mehr als E-Kopf. Dafür reicht flüssiger Stickstoff. Doch hört, was weiter noch passiert. Olle Maxwell postuliert, dass ein runder Stromesfluss ein Magnetfeld bauen muss. Und da kann man rum erklären, Zustände und tun und mehren. Schließlich hat sich rausgeschmissen wird das Feld. Es ist einfach keins am Start im Supraleiter. Erster Art, da geht es los. Felder klein und Felder groß, noch ein bisschen nachgedacht, 10, 12 Nächte durchgemacht. Ja, kann denn, darf denn das so sein? Geht das Feld jetzt doch noch rein? Es zeigt sich, ja, es tut es doch. Und das eine sage ich noch, nicht einfach, sondern linienweise geht das B-Feld auf die Reise. Mitten durch den Supraleiter. Und der leitet super weiter. Ist ein Leiter zweiter Art. Und den machen wir jetzt hart. Wie das geht, erklärt nicht Kantik, sondern ganz soft die Romantik. Dazu habe ich ein Stimmungsbild vorbereitet. Wie ein Flussschlauch, still und heiter, durch das Material sich windet. Ach, hätte ich nur im Supraleiter etwas, das ihn an sich bindet. Es ist nicht Gold, doch Silberkristalle, 2, 3 Nanometer klein. Flussschläuche, wir nehmen euch alle, bleibt auf ewig, bleibet mein. Denn seid ihr da, wo auch wir sind, gewinnt ihr Kraft und spart Energie. So habt ihr was, das euch an uns pinnt und verlasst uns niemals, nie. Jetzt müssten hier eigentlich so rote Herzen über den Bildschirm flackern, das war mir aber echt zu albern. Stattdessen möchte ich euch eine Episode, eine Konferenz vorstellen, wo ich da mit einem Schweizer Kollegen zusammenstand und der sagte, ja sag mal Uwe, diese Supraleiter, diese harten Supraleiter, die brauchen wir doch auch für die Kabel, oder? Wie schon Goethe zu sagen wusste,
Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Stickstoff fließe und in reichem, vollem Schwalle in dem Kabel sich ergieße. Und es kommt noch besser. Er sagte dies bereits 1797, 111 Jahre bevor das Helium verflüssigt wurde. Da sieht man, was für ein Visionär das war. Und noch 20 Jahre eher ist aus alten Almanachen zu lesen, es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, es war getan, fast eh gedacht, supraleitend in der Erde, da fließt der Strom nicht nur bei Nacht. Und wir waren da also zu dritt und ein Kollege aus Stuttgart stand daneben und sagte, ja, aber die magnetische Eigenschaften sind schon sehr wichtig für so einen Supraleiter. Denn wenn man so eine Spule wickelt, geht mit Kupfer wie mit Nickel, gibt es dafür kein Entkommen, muss ein Magnetfeld dadurch kommen. Mit Supraleitern wird es mehr, 16 Tesla, bitte sehr. So ein normaler Elektromagnet hat ja gerade mal 2 Tesla, 16 Tesla ist fast 10-mal so viel. Und die braucht man auch, ihr kennt es schon, nie mehr Röntgen war der Ton. NMR heißt das Prinzip, MRT, das Messgerät, wo man die in die Röhre schiebt und ihr nachher die Bilder seht. Und da hat der Kollege aus Stuttgart glücklicherweise seine Ausführungen unterbrochen. Und ich bin zum Zug gekommen, wir hatten vorhin, man kann das Magnetfeld im Supraleiter festhalten, kann man also das Feld ausschalten, haben wir Magnetfeld ohne Feld. Was ist Magnetfeld ohne Feld? Ein Magnet. Ein Magnet war so gewahr, wo vorher gerade noch keiner war. Und ich packe noch einen drauf, die Story nimmt das ihren Lauf. Der Supraleiter kommt ins Feld und merkt sich diese neue Welt, wenn er supraleitend wird. Er friert das Feld ein und verwirrt und trägt es weiter in sich fort. Und noch ein weiteres Zauberwort. Im Magnetfeld wohnt die Kraft, die jenes ganz Besondere schafft, Gegenstände anzuheben. Auf Magnetfeldern zu schweben mit Supraleitung wird es möglich. Stabiles Schweben gibt's jetzt täglich. Das Magnetfeld weist die Spur in die Kurve, legt sich vor und fährt magnetisch festgehalten. Keiner muss darunter schalten. Seitenführungskräfte scheint's größer als in der Formel 1. Wir fahren lieber langsam hier, es beschwert sich sonst der Passagier. Doch das ist es dann so grob und ganz. Die Schwebebahn. Der Supratrans. Nun wird das häufig nicht geglaubt, wenn man sagt, man könnte auf Magnetfeldern schweben. Auch ich bin immer wieder skeptisch, wenn mir einer sagt, er könnte schweben. Letztens sagte mein Sohn zu mir, das ist dieser Kollege hier, er könnte schweben. Sag ich, Unsinn, kannst du nicht. Sagt er, kann ich doch. Und mal ehrlich, wer kann diesem kleinen Kerl schon widerstehen? Wie sich zeigt, kann ich das sehr gut, denn ich bin heute Abend hier bei euch und nicht zu Hause. Stattdessen passt meine Frau auf ihn auf und das wird ja heute Abend aufgenommen. Deswegen wäre es mir ein großes Anliegen. Da hinten ist eine Kamera, da ist eine Kamera, hier vorne ist auch eine. Wenn ihr ganz kurz einen Riesenapplaus an meine Frau schicken könntet. Jessi, der ist für dich! Vielen Dank. Wo ihr gerade so schön am Klatschen seid, würde ich das gern ausnutzen und eurem Klatschen etwas Rhythmik und mir damit auch etwas Rhythmus verleihen. Indem ihr einfach abwechselnd zweimal auf die Hände und dann zweimal auf die Beine und einmal in die Hände klatscht und wir dann nochmal sehen können, wie diese einzelnen Erfindungen, die wir jetzt vorgestellt haben, die superleitende Stadt zusammenbauen. Das klingt also dann so. Strom kommt nicht aus der Dose, er kommt aus der Fusion. Superleitung hat da eine wichtige Funktion. Wir führen die Teilchen durch Magnete im Kreis. Denn für alles andere sind sie viel zu heiß. Das kann Supraleitung. Und ihr? Das kann Supraleitung. Ist der Strom dann fertig, kommt er zu dir nach Hause. Ohne Widerstand, er macht nicht mal Frühstückspause. Das Kabel läuft bei 200 Grad. Minus natürlich, denn da ist sie am Start. Das kann Supraleitung. Und ihr kennt euren Teil. Das. Dann fahren wir zur Arbeit nicht mehr mit der Tram, sondern mit der Magnetschwebebahn. Sie fährt nicht nur am Boden, sondern an der Wand oder an der Decke, je nachdem, wo sich Platz fand. Das kann Supraleitung. Und ihr? Das kann Supraleitung. Und einmal noch. Fernsehen war bei uns, Galileo von ProSieben. Die Sendung mit der Maus bringt den Teppich zum Fliegen. Alle sollen es wissen, alle sind vernetzt und auch ihr wisst es jetzt.
Supraleitung fetzt. Das kann Supraleitung. Und nur die Frauen. Dein kleinen Wissenschaftler, sehr glücklich gemacht.